eBay Großanzeigen. So, die eBay Großanzeigen sind am Start. Ich habe mich hier heute getroffen mit dem Razordogs natürlich. Wie immer, ich will das Intro kurz halten. Wir werden hier heute auf alle Fälle Gears of War 2 zocken. Das Ganze erspielt auf der Xbox One mit der Abwärtskompatibilität. Ich hoffe, ich habe die Scheiße ausgesprochen. Und ja, wie gesagt, nettes, geiles Game. 2009 kam es auf den Markt, bla bla bla, dies, das. Ich war noch nicht volljährig, war geil, brutal, verboten in Deutschland, wie man es kennt, ne? So, ja. Und ja, mittlerweile haben wir 2017. Ich will das Intro, wie gesagt, nicht so lang halten, kurz halten. Ich sag mal, Peace out, Gangzeichen, damit ARD weiß, dass das hier eine Hip-Hop-Sendung ist. Und ich würde sagen, starten wir die Kiste. So. Ey, wie kann ich halt jetzt hier starten? Ach, da oben muss ich mal Start drücken, okay. Super. Bestes Intro. Bestes überhaupt, ich hab dich erstmal gar nicht vorstellen lassen, weißt du, scheiß drauf, direkt danach direkt so, wir müssen weg hier und wir geben Gas. Der Drang zu erobern, der Hunger nach Ressourcen. Die Menschheit lag in einer endlosen Schlacht mit sich selbst, bis sie ein grausamer Feind von bisher ungeahnter Macht zur Einheit zog. Doch selbst vereint hinterließen die Menschen nichts als verbrannte Erde. Trotz aller Bemühungen zu überleben, rannten die Bewohner Seras blind in ihr bevorstehendes Verderben. Denn sie ahnten nicht, dass ihre Rachegelüste den eigenen Untergang nur beschleunigt hatten. Sie dachten, ihre Massenvernichtungswaffen hätten uns vernichtet. Doch Überleben ist Standhalten und Wachsen. Und wir haben ganz offensichtlich überlebt. Heute steht Jacinto als letzter verzweifelter Verteidigungsposten der Menschheit einer erdrückenden Übermacht gegenüber. Tun sie mir leid. Aber die Menschen haben, wie immer, diesen Krieg selbst verschuldet. Das war Knallrettin gewesen. Es wird nie aufhören. Sie rücken immer weiter vor, diese Gears. Oh, die ist 24, die Anja, die ist nicht 18. Verdammt, das ist gleich um die Ecke. Genau. Das stimmt, ein bisschen älter geworden. Kickbarer. Wenigstens haben wir Verstärkung. Ja, aber wie lange noch? Der Bentley. Okay, ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Ich muss dieser Spur nachgehen. Danke, Anja. Ich pass auf Bentley, dich auf, okay? Sergeant Bentley. Phoenix! Sind Sie Sergeant Phoenix? Delta-Trupp? Ich bin der neue Rekrut. Und noch grün hinter den Ohren. Zeit für Anfängertraining? He's green behind the ears. So, ich würde sagen, was sollen wir machen? Training oder überspringen? Ja, oder Training. Volle Länge zeigen? Training, okay. Aber warte, bevor ich das auswähle, ich guck mal eben, ob ich die Party auf geladene Gäste gemacht habe. Ja, habe ich gemacht. Weil sonst haben wir ganz böse Überraschung. Ja, ich würde sagen, Training. Großartig. Sei nicht zu hart mit ihm, okay? Private Ben Carmine, Sir! Melde mich wie befohlen, Sir! Hör mit der Sir-Scheiße auf! Das braucht ihr. Und hol mir ein Bier, du Drecksau! Ach ja, willkommen bei Delta. Ich bin stolz unter Ihnen. Direkt mit Sniper am Start? Sie sollen es gewesen sein. Jawohl, das ist geil, ne? Sergeant Phoenix, wie ist das an der Seite eines Helden der Pendulumkriege zu kämpfen?
Für mich ist er einfach Marcus. Ich heiße übrigens Dom. Sehr erfreut, Sir. Ich heiße übrigens Clooney. Dom, waren Sie auch bei den Pennys George Clooney. Dabei? Ich hab gehört, wir machen hier Sammlerstück-Action. Zuallererst nie den Auftrag aus den Augen. Boah, der Junge gibt Gas. Merkt das schon. Blick auf dein Taktikum. Taktikum steht, heißt übrigens taktische Kommunikation für die Leute, die eigentlich wissen. Ah, die kenne ich. Was du ja, das sind aber dann eher die, eher ein bisschen das chilligere Leben genießen. Zeig mir, wie man in Deckung geht. Grünschnabel. Okay. Kopf unten halten. Greensnabel, auf Deutsch Grünschnabel. Ich muss aber sagen, hier hat der Lancer eine geile Farbe. Nicht so wie bei 4 und 3. Ja, ich finde hier hört er sich auch geil an, wenn du ballerst. Hey, du heißt Carmine? Hast du einen Bruder, der Gier war? Alle vier von uns sind Soldaten. Jetzt nur noch drei. Schieß die Bottles kaputt! Hab mit Anthony gekämpft. War ein guter Soldat. Mein Beileid. Danke. Wenigstens starb er wie ein Held. Genau. Genau. Ja, jetzt muss ich erst mal gucken. Als Kind habe ich immer auf Flaschen geschossen. Ja, dann genieß die Erinnerung, solange du kannst. Versuch's mal mit Zielen. Das verbessert deine Chancen auch nicht. Lad lieber nach, da könnten noch mehr Killerflaschen lauern. Boah, Hasi immer so, Training ist der größte Dreck immer. Guck mal bei mir auf den Rücken, siehst du meine Pampe? Nee, da ist nichts, dein Rücken ist leer. Bei mir ist eine Pampe und ich kann ihn nicht auswählen. Egal, ist alles auf Band. Das ist schon wieder, das wird sich schon wieder so lustig. Sicher nur ein Straßen. Neben den Panzersoldaten. Nein, das wollte ich gerade sagen. Es sah aus wie eine Kreuzung aus. Das ist hier, geht hier schon wieder los. Kriecher, schieß! Vor allem, wie der Affe da oben am Fenster hängt, so weißt du, nach dem Motto, so, ich kaufe nix, so. Du musst eigentlich mal so ein Schild dranhängen, so bitte nicht füttern, wie der da geguckt hat, der Affe. Das war die Drogenpfanne. Ja, und gewöhnlich bewegen sie sich in Gruppen. Also, Augen auf und in Deckung bleiben. Du kannst ja zu zweit sägen. Ja. Du kannst auch heiße Kettensägen-Duelle machen. Ja, aber die sind hier schwieriger. Aber ich glaube, die verliert man. Die verliert man hier mal ganz schnell. Die sägen ja hier sogar auf lässig. Klettert Grünschnabel. Das ist nicht leicht in voller Ausrüstung. Ja, der braucht 10 Jahre. Nichts. Vielleicht in der Gasse. Sehen jetzt rein immer noch zu saufen, du Rücksau! Mein Gott, ey. Der braucht ja 10 Jahre sowas. So, bis der kommt. Ey, da muss ich mir da offen aber was von anhören. Da muss ich das nicht angehört haben. Der ist geil, der Typ, ey. Die denken, der Typ ist fertig. Das ist so. Zeit für einen Spezialknochen. Vor allem, ich hab da schon welche reingeschmissen. Das ist ein lustiger. Jetzt schmeißt er gleich ein. Und der wirft den daneben, dann knallt das hier einmal. Wahnsinn! Moment! Geh mal lieber zurück! Achtung! Ich kann nicht down gehen, ich hab God Mode an. Du weißt doch, halt mal die Fernmitte. Hier kannst du trotzdem down gehen. Wir gehen rein. Außerplanmäßig und Kettensägen, da das halt Herrengedeck, was dann verteidigt wird. Das ist richtig gefährlich. Ja, gut. Der sägt da erstmal einen Schrank. Ja, nee, du musst dir mal meine Aufnahme mal gucken. Ich säg einfach in die Luft. Sieht friedlich aus von hier oben. Ja, fast. Oh, das wird lustig. Muss sagen, das Spiel ist voller Bugs. Deine Granate hat das angerichtet? Aber hier kannst du geil Ball bouncen, muss ich sagen. Nur ein paar Ratten. Gehen wir zurück. Der Rattenkönig. Von Shaolin Shuffle. Der kommt auch noch. Der Red King. Mit dem Kranich. Ja, die wird die Legende. Das ist die Legende. Die Muay Thai Maschine. Ja. Was für die Sammlung? Prima. Du hast die Sammlerstücke alle nicht, ne? Nee, ich habe keinen einzigen Erfolg. Mit dem Account spielst du die, glaube ich, das erste Mal. Ah, deswegen musst du ja auch Training machen wegen dem Erfolg. Ja, wegen dem Erfolg wollte ich das jetzt nicht machen. Allgemein, zum Zeigen.
Wir zeigen der Reuden. Grün wie Koks. Der Urlaub ist vorbei, Kleiner. Nee, mein Urlaub fängt gerade erst an, du Bastard. Bis ich dich über dein Taktikum rufe. Aber... Das ist ein Befehl, Soldat. Los, Storm. Bring mir mal zusammen, du Rechtsau! Da hat einer ein Alkoholproblem. Ja, dann ist das Problem. Wie gut, dass ich einen Kopfschutz hier vorhab, weil... Das geht ab, wenn ich den mache. Das ist richtig gefährlich. Da wird sie auch 100 Prüfe übersteuern, aber egal. Anja, was gibt es? Ein Hinweis auf eine Unbekannte, aber sie scheint nicht. Ich erzähl's dir später. Der Film läuft so auf 1 FPS, so, weißt du, das Video läuft nicht flüssig ab. Viel Glück. Verdammt! Ich bring die verdammten Maden um. Auf geht's! Weißt du, was ich so unfair finde? Was denn? Sag ich gleich. Hi, gut dich zu sehen. Was ist hier los? Locust-Überfall, komm. Der hat auch keine Pump auf dem Rücken. Ich bin der Einzige, der die Dreckspump auf dem Rücken hat und ich kann die nicht benutzen. Sie wissen nur nicht, dass sie ein Selbstmordkommando sind. Na gut, der hat die Pump auch bei mir in der Hand, ne? Was meinst du? Ja, normalerweise müsste der Lance haben. Das ist nämlich die Core. Oder irgendwas anderes. Und nicht, der ist hier kein Grenadier, der soll sich mal beruhigen. Aufgepasst, Delta. Das ist die KOR, der hat Rostlunge. Wir können mal auf rostige Lunge spielen. Aber nicht hier, in dem Teil. Okay, ja, Delta, ich bin wieder online. Wieder reinfick Runde. Anwesenheit von Locust im Krankenhaus. Wiederhole, Locust im Krankenhaus. Na prima, jetzt haben wir auch noch Stromausfall. Ich kümmere mich darum, zentrale Ende. Erst feuern, wenn sie direkt unter uns sind. Wir wollen so viele wie möglich im Hof erwischen. Ein Großteil der Ausrüstung sind Treibstofftanks. Teil des Hinterhaltes, Delta. Achtung, da kommen sie. Tau, du Schlitzmesser, bring mir das zusammen. So. Jetzt schießt auf die Tanks, röstet die Mann. Na, ihr Schweine, die Hab ich auf die Tank geschossen, hat gar nichts gebracht. Läuft wieder mal. Das soll ich hier aufpassen. Ich merk schon, du bist hier. Der so Teil, der hat immer noch nichts zu saufen gebracht. Wo ist der Strom? So. Der hat mir wieder nichts zu saufen. Die Türen sollten jetzt auf sein. Weißt du, ich stell mir das vor, wie sich das anhört. Kratzig auf jeden Fall. Da wird sich richtig behindert an. Und dann kommt dieses, oh, der Mikrofonqualität ist so schlecht. Und dann sag ich, nee, kann gar nicht sein. Du hast eine bessere Mikrofonqualität oder überhaupt von Gesamtprodukten Qualität als manch Hurensohn, YouTuber. Das ist auch so, deswegen sollen die mal da ruhig bleiben. Traurig finde ich ja mal, wenn Hurensohn YouTuber streamt und dann siehst du nur maximal 720p. Das ist traurig. Da ist das Gefährliche. Was heißt der Gefährliche? Das ist der Räudige an der ganzen Sache, der nicht so ein Pointe. Oh, der sägt den. Ich nehme mal direkt mal hier so einen mit ein. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Ich finde das so geil, dass er zwischendurch so ruckelt, das Spiel. Ja, normal, 144p. Okay, haltet uns auf dem Laufenden. Also laufe Xbox One X angeblich flüssiger laufen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Weil dann liegt er an dem Spiel selber, das ist ja einfach das, wie das Spiel programmiert ist. Oha, der ist down, X muss ich drücken für einen langgezogenen, nicht Y. Y haus aufs Fressbrett. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, ich will nur einen langgezogenen machen. Boah, weil hier kannst du ja so geil downballern. Ja, aber hier sieht der Rohrsteiner. Ja, der hat die Pistole draus. Hat der Teil die Bottle in der Hand? Nein, hat der nicht mitgebracht. Aber der hat auch gerade einen Bordsteiner gemacht, oder du? Aber hier kannst du ja, oder hier sieht das ja geil aus, wenn du einen Bordsteiner machst und die Kamera sich dann so geil mitdreht. Da habe ich gerade gesehen, zweimal hatte ich das Vergnügen schon. Jetzt habe ich das dritte Mal das Vergnügen. Ich finde hier bei Gears 2 war noch richtig gut. Na gut, ne? Die sind für mich. Da war auch der Cliffy B am Start und ich die Wix B noch auf Ferguson. Ja. Der Hurenbengel. Der ist richtig gefährlich.
Das Spiel war sowieso eine Revolution damals, GS2. Oh, sorry, den habe ich dir geklaut, der down war. Egal, ist doch nicht schlimm. Wahrscheinlich sind jetzt Maden in den Straßen rund um das Krankenhaus. Devil High Five. Macht euch bereit. Hör auf damit. Warum hast du mich angeballert? Ich dachte, wir sind im Momo Stone. Weil? Zumindest in der Aufnahme. Nein, das Problem ist einfach. Nein, weißt du, das scheiß Problem ist einfach. Der hat mir die Bottle nicht gebracht und der Alkoholiker wird aggressiv an der Stelle, wenn er nicht sein Dings kriegt. Und das ist dann sehr gefährlich und deswegen ballert er dann mal gerne um sich. Genau, das brauche ich nämlich. Der Sporty meldet sich zum Dienst. So. In Deckung! Delta ist da. Jetzt kommt der erste Weaver gleich. Oh ja, war ja blind, sorry. Ja, ja, jetzt hast du meine Aufnahme ruiniert. Nix kann man mit dir machen. Ey, das ist unglaublich, der Kerl. Nix geht nicht, ne? Erst klaue ich dir die Kills bei Spaceland. Der war aufs. Ja, nee, da war. Das war nicht Space, das war bei Black Ops 3. Ich glaube, ja, Moon war das. Ja, Opa, was machst du da? Und dann gehst du down. Und danach ich auch. Der Opa, ey, der ist unglaublich. Das ist die Legende. Menschlinge. Aber die reden wenigstens noch vernünftig. Na, die versuchen es. So, die Schwamm kann irgendwie nicht reden. Ja doch, die können Firewing. Aber hier reden die ja Deutsch, so weißt du, dieses... Vorrücke. Da, Vordergang, da war das. Ja. Ich frag mich, ne, was die da für ein Dings genommen haben. Was die da für ein Stimmfilter genommen haben, dass die so komisch reden mit Vordergang. Da war der Säufer. Aber mich, ich raste hier gleich aus, dass das so langsam ist. Mit dem Spiel wollten die nur nicht im E-Sport gehen. Hier Zentrale Delta, vor dem Krankenhaus. Ich weiß, was du meinst, wenn sich das dreht so, ne, dass das so langsam ist. Unterstützung an. Roger Zentrale, wir sind unterwegs. Zentaur 2-3 hier, beziehe Stellung außerhalb des Krankenhauses. Ja, das sind halt die guten alten Klassiker. Menschlinge! Aber irgendwo war doch eine Türe, wo man rein konnte für ein Sammlerstück. Vormarsch. Ja, ich meine, in so einem Krankenbett war das, glaube ich, oder so. Ah, das ist der Teil. Hast du das gesehen? Die Made steht auf Salat. Und der Markus steht auf Alkohol. So. Deswegen ist halt auch LPG Markus. Das ist die Legende. Weißt du, was das heißt? Nee. Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Maden, oben. Wegen der Erntekanone, ne? Ja. Aber dazu mehr in Gears 4. Das ist natürlich legendär. Ja, Gears 4, das wird die Legende. Aber da musst du auf alle Fälle hosten. Da musst du mir den Gefallen tun. Ja. Da musst du echt. Dann muss ich den Eierlecker nehmen. Ja, genau, weil du kannst ihn auch von mir aus auch gerne synchronisieren, wenn du Lust hast. Weil ich brauche die Kate, teures Mädchen. Ja, die können wir übrigens auch mal wieder machen, weil ich habe ja die Schwarzstahl-Kate. Und natürlich den Eierlecker und den Dell. Darfst natürlich nicht vergessen. Ja, das ist ein weißes Eierlecker. Deswegen, das mit Eierlecker, du. Nimmst du die Munition? Ja, oder brauchst du die? Nee, ich hab noch mit Hammer, was für Hammer der Morgenröte. Mit Dings hab ich noch, mit dem Hammerburst und mit dem Lancer hab ich noch ein bisschen was. Ich finde das. Das sind die Grindlifts. Die siehst du gleich wieder. Landdown in Sicht. Genau. Und dann hörst du noch, wie noch so eine Bolle kaputt geht, weil er Markus die fallen gelassen hat. Der wollte die Schwerkraft testen. Ja. Was zum. Scheiße, schon wieder Strom. Na scheiße, schon wieder die Pulle leer. Tai, bring mir eine neue. Drohnen! Ah, jetzt hab ich verstanden, Arschlöcher anstatt Erdschleicher. Arschlöcher. Hat der recht, dass Menschen Arschlöcher haben. Ich glaube, Lokus haben aber auch welche.
Sollten die. Oha, der hat eine Granate gecheckt. Das hört man. Ja, das ist echt so eine. Das ist echt so eine Sache, die man noch nicht geklärt hat, ne? Ob die jetzt scheißen können oder die haben so wie die so wie Vögel, so eine Kloake, weißt du, wo Piste Scheiße aus einem Loch rauskommt. Kann natürlich auch sein. Das weiß man natürlich nicht. Oha, der Junge. Das ist der Metzgerlehrling. Hat das Sägewerk eröffnet. Lokustblut schimmert in diesem Licht so schön. Du kranke Drecksau. Und wo ist mein fucking Alkohol? Ne, kommt schon die erste Faust geflogen. Ist der down? Was machst du denn hier, Kleiner? Mein Wachgebiet wurde zu heiß, Sergeant. Die Soldaten was ist los mit dir? Kampfein, Sir. Und warum kämpfst du dann nicht? Muss nachladen, Sir. Ich kann es immer noch nicht. Lass das sein, bring mir eine Wolle. Bevor wir da oh, das hat Bierchen weg. Ja, aber wir spielen auf. Also hier muss ein Sammlerstück liegen ja, in der ja. Ecke. Du Packratte. Paketratte. Weißt du, ich hab nicht gesagt Packratte, ich hab da mal Paketratte gelesen. So ein DRL-Kind. Die Legende. Der spielt auf normal, der Typ ist eine Legende. Ich muss gleich mal beim zweiten Part. Muss ich gleich auf alle Fälle mal die Party ganz kurz die Bilder zeigen, weil die sind halt richtig legendär. Ach, ich denn auch. Oder mach du das lieber. Kann dir ja nicht sagen warum, aber du kannst dir denken, warum du das lieber machen sollst. Also ist ein Teil der Uhrenbock. Ja! Ja! Spritz! Ja, den sehen wir nachher wieder. Guter Schuss. Mhm. Guter Wurf. Wow. Jacinto Saturn Basketball. Aus Downtown. Ach nee, aus Landau. Aus Landau. Ich spiele mit der Armor Burst, aber das ist nicht die, die einzeln schießt, das ist die, die im Auto Feuer hat. Klau mir nicht den Kill. Oha. Guck mal, die können die Säge ausmachen. Naja, das ist ja die Scheiße. Das ist ja das GIS 1 Phänomen. Scheiße, erste Ecke V und direkt wieder 0 Abonnenten. Direkt wieder direkt in die Zuschauerzahlen runter. Hätte gerade 8000 gehabt, jetzt auf einmal nur 100.000. Nach der Videosequenz, die eigentlich gar nicht kommen kann, weil ich das Spiel blind spiele, stoppe ich die Aufnahme und mache einen neuen, ne? Na mal, glaube ich auch. Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Also die, wie lange schon läuft? Ja, fast 25, 23, 20 gerade. Yeah. Feind in Sicht. Hab die Locust noch nie so rennen sehen. Rennt nur weg, dann gibt's halt was von hinten! Du bist heute verdammt sauer. Scheiße, ja. Mir fehlt meine Familie. Ich bring die Schweine alle um. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Gute Arbeit, Delta. Du auch, Kleiner. Carmine. Danke, Sergeant Phoenix. Zentrale, hier Delta. Feindlicher Angriff zurückgeschlagen. Over. Verstanden, Delta. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, es war knapp, aber ich hab's noch geschafft. Was erfahren? Ich... Sag schon, Anja, und verarsch mich nicht. Die Beschreibung passt auf diese Unbekannte, aber sie wurde anscheinend vor ein paar Tagen entlassen. Seitdem gibt es keine Spur von ihr. Es gibt andere Spuren oder irgendwas, stimmt's? Nein, Dom, das ist alles. Es tut mir leid. Verdammt! Ich hab sie schon wieder verloren! Ah! Scheiße! Verstanden, Anja. Delta Ende.
Bist du okay, Dom? Ich komm gleich nach, Markus. Einverstanden? Ja, sicher. Los, Leute. Wir rücken ab. Nicht schon wieder. Die Aufnahme geht noch ein bisschen länger. Und ich habe die direkt gestoppt, wo Schwarz gerade war und die neu gestartet. Der Krieg ist den Menschen keineswegs fremd. Wir kämpfen, solange wir uns erinnern können. Der Krieg ist alles, was wir kennen. In der Vergangenheit kämpften wir um Emulsion. Für unser Land. Für unsere Freiheit. Das alles änderte sich am Tag der